Nee, von Pinky, glaube ich sogar. Und das Hemd ist von ASOS. Und das ist jetzt mal geplant hatte, aber irgendwie ist mir dann auch gefallen, dass ich voll wenig Zeug habe. We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better with us. Ich sehe ganz schraggelhaft aus, mein Leben, aber ich mache mich jetzt gerade fertig. Habe meinen Kaffee gemacht und mache mich jetzt fertig. Hello, meine Friends. Welcome back to another video. Ich bin jetzt noch nicht completely fresh. Ich habe mich jetzt gerade geschminkt, bin noch am Kaffee trinken und habe endlich Semesterferien. Letzte Woche waren zwei Freundinnen von mir aus Bamberg hier in Berlin mich besuchen über das Wochenende. Das war mega cool. Und ich habe von meinen Mädels aus Bamberg eine French Press bekommen und ganz viele Sirupe. Also ich habe einmal diese French Press hier bekommen. Die benutze ich seitdem auch schon sehr, sehr fleißig. Und dann habe ich diese ganzen Sirupe bekommen. Also mein Fave ist Vanille, aber ich mag Karamell auch sehr, sehr gerne. Die anderen muss ich dann nochmal so ausprobieren. Also ich habe nämlich mal, als ich in Bamberg war, bei einer Freundin, hat sie mir einen Kaffee gemacht mit irgendeinem von diesen Sirupen und mit einer French Press und dann fand ich das so cool. Und deswegen haben sie mir das geschenkt. Ach so, Kaffee haben sie mir auch noch geschenkt. Extra für die French Press. Ich bin ja auch nicht so ein krasser Kaffeetrinker. Und dann haben sie mir den hier gekauft. Der ist so ein bisschen schokoladig. Ich mag den mega gerne. Der ist auch nicht so extrem krass. Also mir schmeckt der richtig gut. Und ich habe mich da mega drüber gefreut. Ich sag's, wie es ist. Auf jeden Fall war das Wochenende mit meinen zwei Mädels mega cool. Also wir sind ultra viel gelaufen, aber es war ein richtig schönes Wochenende. Und gestern habe ich gearbeitet und heute habe ich frei. Den ersten freien Tag, also quasi der erste Tag meiner Semesterferien, an dem ich frei habe. Und machen kann, was ich will. Und ich muss heute aber super viel erledigen. Morgen muss ich nämlich nochmal arbeiten und dann fliegen Jonas und ich am Donnerstag in den Urlaub. Was ich euch gar nicht erzählt habe, Joni hat gestern seine zweite Corona-Impfung bekommen. Und abends ging es ihm dann echt gar nicht gut. Also er hatte Schüttelfrost. Aber ist natürlich heute trotzdem zur Arbeit gegangen. Also Jonas, ich finde es nicht gut, weil es geht ihm immer noch nicht so gut. Aber er hat halt gesagt, dass er so viel machen muss. Aber ich habe gesagt, wenn es zu schlimm wird, dann kommst du heim, ist mir dann egal. Ja, aber auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal Wäsche waschen und mir eine To-Do-Liste schreiben, damit ich für heute alles schaffe. Und ja, ich habe mich jetzt längere Zeit gar nicht mehr gemeldet. Also ich habe mich echt lange nicht mehr eigentlich gemeldet. Mache mir jetzt aber kurz was zu essen. Also ich habe in der Zwischenzeit Pakete von einem Paketshop abgeholt, weil UPS nie Bock hat, bei mir zu klingeln. Und habe gerade ein Fashion Reel gedreht, wollte jetzt eigentlich noch ein zweites drehen, aber da kommt gerade so komisches Licht hin, deswegen muss ich erstmal warten, bis die Sonne ein bisschen weg ist. Und mich nervt das richtig, weil ich jetzt mega Hunger habe. Also es ist immer so, wenn ich Fashion Reels drehe, dann denke ich mir so, nee, zieh das jetzt noch durch. Ich wollte jetzt halt zwei drehen, weil ich ja dann noch im Urlaub bin und so. Und dann warte ich immer so lange, bis ich so extrem Hunger habe, dass ich eigentlich gar nicht mehr kann. Und das nervt mich selber. Also ich mache allgemein, wenn ich irgendwas zu erledigen habe, esse ich dann einfach nicht, weil ich mir denke, dann schaffe ich es schneller. Aber das ist nicht richtig. Und deswegen mache ich mir jetzt was zu essen. Lange Rede, kurzer Sinn. Und ich habe morgen noch so viel zu tun. Ich muss noch so viel vorbereiten. Ich muss noch packen. Ich muss aber auch arbeiten. So, das wird wahrscheinlich morgen eine Nachtschicht. Aber egal. Happy Wednesday. Ich bin heute am Arbeiten. Aber ich habe vergessen, was im Office abzugeben, deswegen werde ich jetzt in meiner Mittagspause schnell ins Office hüpfen
und dann von dort aus fertig arbeiten. Und deswegen habe ich mich auch angezogen. Ich finde es sehr traurig, was ich anhabe. Das ist mein Outfit. Die Schuhe, das sind einfach Converse-Schuhe. Dann habe ich so eine Anzugshose von Bershka. Ich mag die richtig gern, vor allem, weil die perfekt für meine Größe passt. Also ich habe die nicht gekürzt. Dann trage ich ein Hemd und diesen Pullunder drüber, den habe ich von Bershka. Von Pimki, glaube ich sogar. Und das Hemd ist von ASOS. Und jetzt steppe ich erstmal in die Arbeit. Ich hole mir dann noch ganz schnell was zu essen und werde dann in der Arbeit fertig arbeiten. Und dann muss ich hier so viel machen. Das sieht so schlimm gerade hier aus. Also es ist wirklich ein Chaos. It's disgusting. Aber ich hatte jetzt die letzten Tage nicht so viel Zeit. Und ich musste 4 Wäschen gestern waschen, deswegen sieht es jetzt so aus. Aber das werden wir alles heute Abend noch machen. Ich muss da noch packen, morgen geht's schon los. Ich habe mir übrigens überlegt, dass ich euch vielleicht die ersten Tage so ein bisschen noch hier in dem Vlog mitnehme. Aber ich möchte halt auch echt mal ein bisschen Urlaub machen. Und deswegen, wir sind ja von Donnerstag bis Donnerstag im Urlaub. Und ich glaube, dann nehme ich euch bis Samstag oder so mit. Und dann habe ich noch ein bisschen Urlaub. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. Dann kriegt ihr so ein paar Einblicke. Wir wollen auch ganz viel schnorcheln. Wir haben auch extra so Hüllen fürs Handy gekauft und so. This is gonna be fun. Aber jetzt gehe ich in die Arbeit. Okay, mal kurzer Zwischenstand. Ich bin wieder zu Hause, das glaube ich, habe ich gar nicht gesagt. Ich bin gerade mitten unterm Packen und habe mir das jetzt mal alles hier so aufs Bett gelegt. Also ich habe hier noch ein paar Teile, die gebügelt werden müssen. Aber das sind nur 3 Sachen und das ist so, dass er sie jetzt mal geplant hatte, aber irgendwie ist mir dann auch gefallen, dass ich voll wenig Zeug habe. Also jeder wird jetzt sagen so, hä, Sonja, merkst du die noch? Aber hier habe ich auf jeden Fall alle Bikinis, die ich gerne mitnehmen würde. Das sind a lot, aber ich konnte mich nicht entscheiden und deswegen will ich einfach alle mitnehmen. Hier sind Tops, hier ist auch noch ein Top, hier sind auch noch 3 Tops. Dann habe ich hier kurze Hosen, das sind 5 an der Zahl. Eine Schlafshorts, da muss noch ein Schlaf-T-Shirt hinzulegen. Dann 2 Kappen, die ich mitnehmen will. Hier, das sind Kleider, da habe ich jetzt mal 3. Okay, das ist echt viel, also so viel braucht man eigentlich nicht. Dann hier noch ein Hemd, mein Lockenstab, da kommt morgen noch mein Glätteisen dazu, aber ich muss noch duschen und dann morgen meine Haare glätten. 2 Taschen habe ich dabei, einmal die hier, die finde ich richtig süß, die habe ich neu, die ist von ASOS. Und die hier, aber da habe ich jetzt schon Unterhosen und so rein, weil man musste Platz nutzen. Hier habe ich Nippelpads, Sonnenbrillen, ich nehme ein T-Shirt-Kleid und einen so einen Top noch mit. Das sind Schuhe, also ich ziehe meine Chucks an, dann habe ich die 2 Schuhe und so hohe Schuhe. Dann habe ich hier noch Schmuck dabei, Masken und that's it eigentlich, also Kulturbeutel und alles muss noch dazu. Aber ist das gut oder schlecht? 5, 7, 8, 7, 2, Hurghada is ready for boarding. At gate C, while using jet passes and speedy boarding passes. Then follows the request for the remaining. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you. Uhr 45 und wir sind wach. Wir gehen jetzt. Ich finde es voll angenehm. Ja. Wir gehen jetzt den Sonnenaufgang anschauen. Wir sind extra dafür aufgestanden in unserem Urlaub, um den Sonnenaufgang anzuschauen. Every moment tonight they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be.
yo, bro, who got you smiling like that? Like, hello, friends. Ihr habt gerade einen wundervollen Sonnenaufgang mit uns miterlebt. Ich hoffe es zumindest. Also, es war auf jeden Fall ein schöner Sonnenaufgang. Es ist jetzt schon, also die Sonne ist noch nicht wirklich stark. Guck mal, Unfall. Wie ich mich da aufgedingst habe. Wir haben jetzt 2 Stunden, glaube ich, geschlafen, weil, also wir haben Are You The One nachgeschaut und das Internet hat endlich mal gut funktioniert beim Are You The One schauen. Normalerweise muss man da immer, also alle 2 Minuten muss das laden, deswegen ist es sehr gut. Und dann sind wir nochmal eingepennt. Jetzt ist es 9:15 und jetzt gehen wir frühstücken. Ja. So sieht's aus. Also zum Frühstück gibt's bei mir erstmal einen Toast mit Marmelade, French Toast, mit Zimtzucker habe ich drüber gegeben. Dann haben wir hier so einen Bananenkuchen und ein bisschen Obst. Jetzt mal schauen, ob es das war. Vielleicht esse ich auch noch ein bisschen was, aber es könnte es auch gewesen sein. Ich sag's, wie es ist. Ne? Ich habe jetzt ready gemacht, weil Jonas und ich noch ein bisschen Content shooten müssen. Das machen wir jetzt. Und ja. Deswegen habe ich mich fertig gemacht. Zu jeder redenden Frau gehört auch ein wartender Mann. Ja. Ich habe mich viel zu wenig heute gemeldet dafür, dass ich filmen wollte. Aber wir gehen jetzt zum Abendessen. Ich habe mich angezogen und von vorhin noch die Locken. Jonas ist jetzt noch auf dem Köpfchen und dann gehen wir essen. Jetzt erstmal Joni zerstören, gar keinen Bock. Die Zerstörung der Samira. Der hat zwar schon einen Joker als erstes, aber das wird, ich sag's euch, diese Karten, die lügen nicht. Genau. Hey, hab nichts gesehen. Nein. Hello, friends, I'm back vom Urlaub. Und bin gerade schon am Vorbereiten des 2. Urlaubs. Ich fliege morgen mit Sabrina nach Cala Ratjada. Beziehungsweise wir fliegen getrennt, aber wir treffen uns dort dann. Irgendwas habe ich an der Kamera komisch eingestellt, I'm sorry. Aber ja, ich bin gerade am Packen. Ich habe einen Tag jetzt Zeit gehabt. Wir sind gestern 11 Uhr angekommen. Und morgen 8 Uhr geht schon der Flieger. Und dadurch, dass die Bahn streiken, muss ich 4:30 los. Ich freue mich dezent nicht. Aber Sabrina hat noch eine viel anstrengendere Reise. Deswegen... ja. Auf jeden Fall bin ich hier schon mal wieder alles am hinrichten, was ich so brauchen könnte. Ich habe natürlich heute relativ viel gewaschen. Das ist auch schon das meiste trocken. Das werde ich dann heute Abend, wenn es sein muss, also wenn die Teile gebügelt werden müssen, noch bügeln. Und dann geht's in den nächsten Urlaub. Ich habe in Ägypten jetzt nicht so viel gefilmt, weil ich einfach die 2 Urlaube nutzen will, um Urlaub zu machen, runterzukommen, mich von der Klausurenphase zu erholen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch erzählt habe, wie meine letzte Klausur gelaufen ist. Am Anfang dieses Vlogs glaube ich auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall ist sie sehr gut gelaufen. Bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Und wenn ich wieder zurück bin, gibt es etwas sehr, sehr Cooles. Also ein richtiger Traum von Jonas und mir geht in Erfüllung. Ich werde euch da dann auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich wollte davor jetzt nicht so viel drüber reden, weil ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn man vorher etwas erzählt, dann kann was schief gehen. Ich weiß nicht, ich bin dann einfach irgendwie so ein Mensch, aber ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Ich freue mich mega. Und dann beginnt so ein ganz neuer Lebensabschnitt. Es wird richtig, richtig schön. Und ja, ansonsten hoffe ich, euch hat dieser Vlog gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Das wäre natürlich super. Da würde ich mich sehr freuen. Und haltet die Ohren steif, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!